Und welcome back, meine lieben Zuschauer, zum letzten Match des heutigen Abends. Der Don Bilbo gegen den Igizorn. Und der Don Bilbo ist mit den WA unterwegs und der IGZ mit den IBG. Und der Igizorn ist hier unten links unterwegs mit den IBG in Pink. Und hier oben rechts haben wir den Don Bilbo in Grün mit den WA. Ich wollte mal AP sagen. Flying Hunter, moin. Schön, dich zu sehen. Und Ritter, danke für dein Teamherz und für die Rosen. Oh, das ist gut. Gleich zu Anfangs hier nochmal nach hinten auch direkt zu gehen. Bei der Map finde ich das mega, dass wir hier Mitte haben mit Gebäuden. Würde mich mal freuen, wenn wir mal ein bisschen mehr Stellungskämpfe auch mal sehen würden. Strategische Stellungskämpfe. Haben wir ja letzte Woche schon ein paar gesehen. Und Matthias, vielen Dank für dein GD und für das Teamherz. Meine Lieben. Und in Zukunft werdet ihr übrigens noch mehr Katastrophe-LP sehen. Nicht nur auf YouTube mit den Videos, sondern auch das Programm wird sich erweitern. Unter anderem habt ihr ja die Möglichkeit, beim lieben Ricky am Dienstag Alarmstufe 2 mitzuspielen. Da gibt es nämlich ab morgen die Möglichkeit, sich für die Turniere anzumelden und direkt auch für die Live-Spiele. Könnt ihr zwar jetzt schon, aber dann auch mit Terminfestsetzung, damit der Ricky besser planen kann. Und montags gibt es ja Alarmstufe Rot. Mittwochs gibt es dann wieder Zero Hour. Alsbald dann wieder am Donnerstag wieder Alarmstufe Rot. Und die Freitage geht's weiter auch beim Ricky aktuell mit Kampagnen, wenn ihr Bock habt zu sehen. Er spielt gerade die. Er hat Generals, glaube ich, zu Ende gespielt. Geht, glaube ich, zu Zero Hour rüber. Bin ich mir jetzt gerade nicht so sicher. Ansonsten wird sehr öfter jetzt auch am Freitag und am Samstag noch zusätzlich Programm kommen mit Live-Spielen, mit Just for Fun-Spielen. Und auch das Bootcamp wird nochmal ausgebaut. Und kriegt nochmal noch ein zusätzliches Branding. Da werdet ihr noch viel, viel Neueres sehen. Wir haben übers Wochenende ein bisschen was ausgedacht. Da wird es auch richtig Programm geben. So, wie sieht es jetzt aus bei denen? Alles noch entspannt. Bauen sich auf. Ja, Kevin, hast viel Programm, wa? Kenn ich. Wie sieht's denn hier aus? Jetzt beim Don. Nachschublager. Schön gebaut. Kraftwerke werden auch noch produziert. Nachschublager fast alle jetzt dran. Hier in der Mitte auch. Das sieht aktuell beim IGZorn noch nicht so aus. Aber er macht sich hier schon mit dem Skorpion auf dem Weg nach vorne. Hier kriegt die Hoheit gerade der Don Bilbo. Und hier unten rechts. Ah. Aktuell steht er still, der Igizorn. Hier holt sich Don Bilbo schon mal den Turm. Und die Mitte wird immer voller. Es kommen immer mehr dazu. Also ich finde die Map klasse vom Aufbau, ne? Was meint ihr? Ja, und morgen wieder Liga-Live-Spiele hier. Mit Alarmstufe Rot, mit mir. Da wird auch wieder echt spannend. Denn der Hamster spielt morgen wieder. Hamsterzilla ist wieder da! Und da Crusader-Panzer. Die sehen wir selten. Die sehen wir wirklich selten, die Crusader-Panzer. Wir gehen nochmal ins Detail rein. Die schönen Crusader-Panzer. Sind schöne Panzer. Und hier, oh.
Herr Zorn, nimmt schon mal Gebäude ein. Hier auch. Sehr schön. Die sind eine gute Verstärkung, die Gebäude. Wenn man hier Einheiten, Tanks stehen hat, sind meistens im Fokus die Tanks, nicht die Gebäude. Und die Gebäude geben ein ordentliches Backup hier, wenn die mit Rockets belegt sind. Beziehungsweise besetzt. Und hier ist eine Rückübernahme. Nein, das nehme ich mir wieder zurück, sagt IG Zorn. Klaut den Don Bilbo. Den Turm. Auch hier Upgrades schon gefahren. Mit der Rap-Drohne. Noch hier wird's voller. Gebäude. Wir können leider nicht sehen, wie viele da schon besetzt sind. Geht leider nicht. Aber ich denke mal, den schiebt da gerade gefühlt voll. Die Gebäude. Und hier sehen wir die Skorpione und die Phoenix-Geschütze hier beim IG Zorn. Gerade für Distanz sind die Phoenix-Geschütze sehr, sehr gut. Ich bin mal gespannt, was er hier jetzt macht, unser Don Bilbo. Geht jetzt auch auf Humvees. Upgrade auch schon drinne. Und Comanches. Ja, die Chinooks, die sind übrigens auch echt stark, wenn man sie denn verwendet. Also, Chinooks sehen wir in letzter Zeit wieder ein bisschen seltener. Wo du es gerade ansprichst, Kevin. Halt immer sehr, sehr unterschiedlich. Jetzt gehen wir mal runter hier. Und da kommen die Vierlingsgeschütze. Ah, die Skorpione, die machen sich auf den Weg nach vorne. Na, kommt's hier gleich zum ersten Duell. Die Hidis werden schon abgeschossen hier. Aber die Ressourcen. Oh, jetzt erste Konfrontation zwischen den beiden. Ja, mit Yuris Rache, Joker. Und hier geht's los. Und locker ausgekottert von Don Bilbo. Und jetzt macht er sich auf den Weg. Ei, direkter Konter. Und das ist das, was ich meine, was ich immer einigen Spielen vorher gesagt habe. Viele beobachten die Gebäude, nicht? Aber jetzt holt er sich die Gebäude. Und Don Bilbo kommt gut voran. Und zack. Danke dir, Ruffy, für Follow. Und das sieht nicht gut aus für IG Zorn. Die Front ist geschlagen. Und ab in die Mainbase. Allerdings sind die Rocket Bunnies und die Phoenix-Geschütze bereit. Damit muss er jetzt auch schnell agieren. Verstärkung naht, aber aktuell sieht es hier wieder ein bisschen besser aus für die Gezorn. Er konnte die Welle abhalten. Fährt jetzt auch wieder an die Front. Er muss die Front dicht halten. Oh, da kommen eine Menge Crusader-Panzer und Humvees. Oh, Offensive von die Gezorn. Bleibt kurz stehen. Ein Gebäude eingenommen hier.
Aber da sieht man die Reichweitenunterschiede. Ne? Guckt euch das mal an. Zack, mal eben weg. Na gut, der Avenger versucht jetzt noch ein bisschen was zu retten. Und das ist gut hier, dass er die Rocket Buggies hier an der Seite jetzt gerade fährt. Immer auf Distanz halten mit den Rocket Buggies. Hohe Effektivität. Und jetzt kommt der Konter von Igezorn. Oh, jetzt muss er die zurückziehen. Macht er auch. Perfekt. Gut gemacht. Und dieser feine Unterschied bewirkt Wunder, wenn man die wieder zurückzieht. Und jetzt. Patriots beschäftigt mit dem Gebäude, was gar nicht mehr verkehrt ist. Und Igezorn traut sich immer weiter vor. Ja, die Drohnen werden weiter beschossen, wenn sie gerade vorbeifliegen. Oh, da kommen weitere Rocket Buggies. Und jetzt kommt es wieder zum Aufeinandertreffen. Zwischen den beiden. Hey, Master Kane, bist du da? Oh, 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 jetzt kriegt hier Igezorn wieder ein eingeschenkt. Ja, jetzt muss er dranbleiben. Er muss dranbleiben. Er muss sie zurückdrängen. Dann hat er die Möglichkeit, hier zu gewinnen. Haha, das könnte er ja schaffen. Und dann kommen auch die Warzenschweine direkt ums Eck. Und er macht's. Der Don Bilbo fährt durch. Und hier schönes Panzerduell. Hier Skorpion gegen Crusader-Panzer. Immer noch selten. One-on-One-Duell. Und der Skorpion hat gewonnen. Aber Don Bilbo ist hier gut unterwegs. Das sieht nicht gut aus hier für den Igezorn. Und da kommen nochmal Comanches noch als Verstärkung. Sind das die Paladine? Stimmt, die haben die längeren Rüssel, ne? Nee, das sind die Crusader-Panzer. Nee, Crusader. Und Igezorn wurde besiegt. GG. Ah, nee, Don Bilbo. Das war doch wieder mal ein geiles Match, oder? Guckt euch mal den Unterschied an hier zwischen Don und Igezorn. Schönes Match von den beiden. Klasse.